DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Aus der Reihe Politik und Vertrauen, Olaf Scholz. Im Kanzleramt sitzt ein skrupelloser Machtzyniker, dessen Karriere unfassbare Skandale und Vergehen durchziehen. Olaf Scholz macht sich sogar in aller Öffentlichkeit darüber lustig, dass er damit durchkommt. Wie konnte jemand mit so wenig Anstand so weit kommen? Aus Machtkalkül heraus verantwortungslos handeln und hinterher keine Verantwortung dafür übernehmen. Sich in Widersprüche verwickeln und hinterher Nebelkerzen werfen und die Sache aussitzen. Motive, die sich wie ein roter Faden durch Scholz' Karriere ziehen. Sein Umgang mit dem Brechmittelskandal ist wie ein Muster, das sich im Umgang mit sämtlichen seiner Skandale und Fehlentscheidungen wiederfindet. Wirecard, G20, Nord Stream 2, HSH Nordbank und Cum-Ex, sein prominentester Skandal. Die Arroganz, mit der er ihn aussitzt, sucht ihresgleichen. Umstrittener Brechmitteleinsatz bei Drogendealern in Hamburg. Der ehemalige erste Bürgermeister von Hamburg und heutige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war einst sehr beliebt bei den Bewohnern der Hansestadt. Allerdings hat er während seiner Amtszeit als Bürgermeister ein umstrittenes Gesetz verabschiedet. Es ging um den Einsatz von Brechmitteln bei Drogendealern, die mutmaßlich Drogen verschluckt hatten. Olaf Scholz erlaubte den Einsatz von Brechmitteln, um Beweismittel bei Drogendealern zu sichern. Ziel war es, die florierende Drogenszene am Hamburger Hauptbahnhof einzudämmen. Allerdings weigerten sich einige Ärzte, diese umstrittene Maßnahme anzuwenden. Im Jahr der Verabschiedung des Gesetzes starb ein 19-jähriger Mann aus Kamerun bei der Anwendung von Brechmitteln. Daraufhin wurde die zwangsweise Verabreichung in Hamburg wieder abgeschafft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied später, dass diese Maßnahme menschenrechtswidrig war. Der Wirecard-Skandal. Bei der Finanzprüfung des Zahlungsanbieters Wirecard stellte sich heraus, dass 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich auf Treuhandkonten sein sollten, scheinbar gar nicht existierten. Sobald dieser Skandal öffentlich wurde, stand der Betrugsverdacht im Raum. Der Vorstandschef Markus Braun trat zurück und einige Beteiligte tauchten unter. Gegen die Mittäter wurden Anklagen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Marktmanipulation und Untreue erhoben, wobei einige von ihnen bis heute auf der Flucht sind. Ricardo, kein Fehler machen, wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Und dieses Ministerium ist anscheinend einzig und allein nur noch darauf ausgerichtet, entsprechend eine Fehlervermeidung, und das seit über einem Jahr zugunsten eines Kanzlerkandidaten hier. Persönliche Schicksale dahinter stehen, die haben einen Anspruch drauf, dass die Politik beantwortet, wer hier gepennt hat. Obwohl Olaf Scholz nicht direkt am Milliardenbetrug beteiligt war, wird ihm heute vor allem von Union und Opposition vorgeworfen, wissentlich weggeschaut zu haben. Als damaliger Bundesfinanzminister hätte er die Unstimmigkeiten in der Buchführung des DAX-Unternehmens früher erkennen müssen. Ausschreitungen bei G20-Gipfel. Die Ausschreitungen beim G20-Gipfel im Jahr 2017 in Hamburg waren für das Image des SPD-Politikers Scholz nicht gerade förderlich. Obwohl er mit der Austragung des internationalen Events weltweit Bekanntheit erlangte, war dies nicht unbedingt im positiven Sinne. Wie konnte es dazu kommen, dass die Polizei das Schanzenviertel stundenlang den Randalierern überließ? Haben Scholz und sein SPD-Innensenator Andy Grote das Gewaltpotenzial der autonomen Szene unterschätzt? Trotz Warnungen von Geheimdiensten und Sicherheitsexperten soll Scholz als erster Bürgermeister das Treffen mit einem mangelhaften Sicherheitskonzept durchgewinkt haben. Das Resultat waren brennende Autos, Gewalt und Verletzte. Eine Stadt im Chaos. Obwohl die Polizei in Lageberichten schon lange vor dem Gipfel vor schweren Gewalttaten gegen Polizisten gewarnt hatte. Die anderen seien schuld, nicht er. Das ist seine Botschaft. Die Linksradikalen, die Straftätern Unterschlupf geboten hätten. Die Linken, die Demonstranten und Schaulustigen, die sich nicht ausreichend von den Krawallmachern distanziert hätten. Viele offene Fragen. Scholz beantwortet sie nie. Die Nord Stream-Sabotage. Die Ermittlungen zum größten Anschlag auf Europas Infrastruktur in der jüngeren Geschichte
führt die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Offiziell läuft das Verfahren gegen Unbekannt. Interviews zu den Ermittlungen lehnt die Bundesanwaltschaft ab. Kanzler Scholz ist bei manch anderem Termin redseliger. Vor Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg hatte er Mitte August versichert, die Amerikaner seien es jedenfalls wohl nicht gewesen. Warum die Zurückhaltung bei den Spuren in Richtung Ukraine? Fürchtet die Bundesregierung, dass Zweifel an der Unterstützung für Kiew aufkommen könnten, wenn tatsächlich Ukrainer für den Anschlag verantwortlich wären? Der Druck auf die Bundesregierung wächst. Öffentlich verspricht sie im Fall Nord Stream Aufklärung und Transparenz. Doch seit einem Jahr hüllt sie sich in Schweigen, sobald nach Spuren gefragt wird, die in die Ukraine deuten. Die HSH-Schrottbank. In einer seiner letzten Amtshandlungen als erster Hamburger Bürgermeister hatte Olaf Scholz den Verkauf der HSH Nordbank bekannt gegeben. Er freute sich über den substanziellen Kaufpreis, den die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein erzielt hätten. Für die faulen Kredite in der Bank müssen allerdings weiterhin Hamburg und Schleswig-Holstein einstehen. Bis zu 10 Milliarden Euro umfassen diese Garantien. Es ist vorgesehen, dass die Käufer dieses Geld erhalten. Im Ergebnis bedeutet der Verkauf also einen Verlust von 9 Milliarden Euro. Der Schlussstrich unter die HSH Nordbank ist eine gigantische Verbrennung von Steuergeld. Sie begann, als sich die HSH Nordbank 2008 zum weltweit größten Schiffsfinanzierer aufschwang. Es wurden immense Summen in den Schiffsmarkt gepumpt, in dem Glauben, dass auf den Weltmeeren immer mehr Schiffe gebraucht würden. Dem war aber nicht so. Nach der Finanzkrise brach der Welthandel ein, Schiffe gab es mehr als genug. Zahlreiche Kredite wurden faul. In der Bilanz der Bank taten sich Abgründe auf. Experten ist bis heute nicht klar, wieso nicht spätestens ab 2015 eine Abwicklung der Bank angestrebt wurde. Von gut informierten Quellen ist zu hören, dass die faulen Kredite in der Abbaubank, die ursprünglich einen Umfang von 6,5 Milliarden Euro hatten, Ende Februar noch mit rund 3,5 Milliarden Euro bewertet wurden. Cum-Ex-Geschäfte. Ein weiterer Skandal um Olaf Scholz wirft einen dunklen Schatten und erinnert fast an einen Krimi. Die Hamburger Traditionsbank M.M. Warburg nutzte jahrelang dubiose Aktiendeals, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, um sich Steuervorteile zu verschaffen. Im Jahr 2016 entdeckte das Finanzamt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging und forderte das Geld von der Bank zurück. Die Rekordforderung belief sich allein auf 47 Millionen Euro aus dem Jahr 2009. Die Bankseigner waren jedoch nicht bereit, das einfach hinzunehmen. Sie arrangierten ein Treffen mit dem damaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, und verfassten ein Verteidigungsschreiben. Nach langem Schriftverkehr zwischen Behörden, Politik und der Bank wurde schließlich die Entscheidung getroffen, die Olaf Scholz bis heute in Bedrängnis bringt. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Obwohl der Bundesgerichtshof später dafür sorgte, dass die Warburg Bank das Geld zurückgeben muss. Sowohl Olaf Scholz als auch der heutige erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, müssen sich vor einem Untersuchungsausschuss zu diesem Fall äußern. Der Vorwurf lautet, dass Olaf Scholz enge Verbindungen zu den Eignern der Warburg Bank unterhielt und dadurch die Entscheidung der Finanzbehörde zu ihren Gunsten beeinflusste. Der Bundeskanzler bestreitet jedoch vehement jeden Vorwurf. Der Unmut im Land wächst, doch der Kanzler igelt sich ein. Er meidet den direkten Kontakt mit dem Volk. Wenn Scholz sich nicht ändert, wird er zur Fußnote in der Krisengeschichte Deutschlands. Auch dem Ausland ist die innere Schwäche des deutschen Kanzlers nicht entgangen. Die italienische Tageszeitung La Repubblica spekuliert, Verteidigungsminister Boris Pistorius könnte Scholz ablösen. Im britischen Economist heißt es, Scholz sei farblos und unbeeindruckend, sowie unfähig und unwillig, Europa zu führen. In Deutschland hat sich die Zustimmung für die Sozialdemokratie seit dem Regierungsantritt von Scholz halbiert. 4 von 5 Deutschen sind mit der Ampel unzufrieden. Dachmedien, bleiben Sie informiert.